التي تقوم بجميع الطاعات die so viele Taten macht بالإضافة إلى und wir fügen dazu noch أنها تعد الطعام dass sie noch neben dieser Ziele Essen kocht und vorbereitet لزوجها وأبنائها für ihren Ehemann und für die Kinder فتسابق الزمن لكي تتقرب إلى الرحمن das heißt kann manchmal passieren dass die Zeit dann für sie nicht ausreicht فإن الله قد يطلع إليها und Allah عز وجل wird sie anschauen فيشملها برحمته und wird sie mit seinem Barmherzigkeit umziehen ويعتق رقبتها من النار und wird sie von der Höllenfeuer befreien ومعنى العتق من النار und befreien von der Höllenfeuer bedeutet أن بعد وجوب هذا العتق das heißt nachdem es ihm Pflicht geworden ist von der Höllenfeuer zu befreien لا يضر بعد ذلك معصية wird ihm dann keine Sünde mehr Schaden fügen إذن في النهاية والختام jetzt zum Abschluss Am Ende sagen wir, نقول لابد أن نحدد أهدافنا في شهر رمضان. Dass wir sagen dann, liebe Brüder, wir müssen unsere Ziele im Monat Ramadan jetzt einsetzen. وإذا جاء آخر رمضان ننظر إلى هذه. Und wenn das Ramadan zu Ende ist. ونراجعها كل خمسة أيام. Und dann wir werden alle fünf Tage, bevor wir das, wir schauen, was wir von diesen alle fünf Tage schauen wir, was wir erreicht haben von den Zielen. فإذا نجحنا. Und wenn wir sehen, am Ende. ولو فوق ال 50% بقليل wenn wir geschafft haben 50 oder über das 50% فإن هذا يعتبر نجاح dann zählt das dass wir haben Erfolg gehabt وبعد ذلك und danach liebe Brüder إذا نجحنا في رمضان wenn wir es geschafft haben in Ramadan diesen Erfolg zu schaffen لابد أن نضع خطة للسنة so müssen wir dann eine neue Ziel setzen für das ganze Jahr والخمس سنوات und das ein Ziel für 5 Jahre lang والعمر كله und danach für das ganze Leben قاعدة تقول إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل. Das heißt, es gibt eine Regel, sagt, wenn du ein Ziel gesetzt hast, das zur Erfolglosigkeit gebracht hat, so hast du ein Ziel gesetzt, dass du sollst erfolglos sein. فلا بد أن تكون الخطة واضحة ومكتوبة. Deswegen muss dein Ziel geschrieben sein und deutlich muss es sein. وتعريف التخطيط هو Deswegen die Gelehrten sagen die Definition oder Bedeutung von der Ziele zu schreiben. عملية اتخاذ القرارات. Das heißt, du nimmst Entscheidungen für Taten. لتحديد المستقبل. Was du für deine Zukunft erreichen willst. فلا بد أن نضع لنا أهداف. Deswegen für die Zukunft zu erreichen musst du Ziele setzen. مثلا. Beispiel. يقول. Sagt jemand. أنني أريد أن أختم القرآن. Er sagt, ich will Koran komplett durchlesen. فلا بد أن نضع خطة. Und er muss jetzt sich ein Ziel setzen, wie? Oder er sagt, ich will ein Prediger werden für Allahs Sache. Er muss sich Ziel setzen, wie werde ich ein Prediger? Das heißt, er muss lesen und lernen. Und dann er fängt an, mit einem zu predigen. Und dann erzählt er ein Hadith und erzählt eine Verserklärung. Und so fängt er zwei, drei und vier an. ثم يصبح داعية und so wird ein Prediger بإذن الله تعالى mit Allahs Hilfe لابد أن نكتب ما نريد لا ما لا نريد deswegen das sehr sehr wichtige jetzt wenn ihr schreibt eure Ziele sollt ihr immer schreiben was ihr wollt aber ihr sollt niemals schreiben was ihr nicht wollt قل أنا أريد أن أختم القرآن خمس مرات sage zum Beispiel sage ich möchte den Koran fünfmal zu Ende lesen durchlesen لا تقول أنا لا أريد أن أذهب رمضان وأنا لم أختم القرآن خمس مرات. Aber sag nicht, ich werde den Ramadan nicht zu Ende kriegen, ohne fünfmal gelesen zu haben. أكد على رغبتك في التغيير. Sondern du sollst immer bestätigen für deine Veränderungen zu haben zu wollen. وإذا أردت أن تضع الأهداف. Und wenn du Ziele setzt. فضعها وأنت مطمئن ومرتاح. So tu immer Ziele, wo du bist zufrieden. ما كان رفقه في شيء إلا زانه. Das heißt, jede Sache, was du tust mit Weichheit, so wird das sich verschönern. ومن تزع من شيء إلا شانه. Und deswegen, je mehr das du tust, wird sich auch erhöhen. اسأل نفسك الآن. Deshalb jetzt frag dir selber. أين أنا الآن؟ Wo bin ich jetzt؟ وإلى ماذا أريد أن أصل؟ Und wohin möchte ich mich, dass ich komme؟ Das heißt, wo ist mein Ziel؟ أين أنا الآن؟ Wo bin ich jetzt? وأين أريد أن أصل؟ Und wo will ich ankommen? وكيف نصل إلى ما نريد؟ Und wie kann ich ankommen dort?
هذا هو zu den Dingen, was ich möchte. هذه هي تحقيق الأهداف. Und das ist erreichen der Ziele. هناك خطة طويلة لمدة 5 سنوات. Das heißt, es gibt Wege, Ziele, die erreicht werden erst in 5 Jahren. وخطة قصيرة لمدة سنة. Und es gibt Ziele, die werden in einem Jahr erreicht. إذا حددت ما تريد. Das heißt, und wenn du jetzt weißt, was du möchtest, بوضوح. Das heißt sehr deutlich. عقلك يسيرك. Das heißt, dein Verstand und dein Weg wird dann für diese Ziele gehen. قم بمراجعة أهدافك بين حين وآخر. Deswegen sollst du ständig deine Ziele anschauen und wiederholen, was du dir Ziele gesetzt hattest. الإنسان الناجح. Und der erfolgreiche Mensch. إذا وضع أهداف. Der ein Ziel gesetzt hat. يبدأ يطبقها من الآن. Fängt sofort es umzusetzen und zu praktizieren. لا تسوف. Verspätet es nicht. فإن التسويف من مدارس الشيطان. Denn das Verspäten ist eine Art von wem vom Satan. ضع أهدافك التي تريد. Tu egal welches Ziel du eingesetzt hast. وادعو الله أن ييسرها لك. Sollst du jedes Mal erst Allah Azza wa Jalla beten, Dua machen, dass er soll dir leicht machen, diese Ziele zu erreichen. فأنت تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك. Du sagst, du sollst immer sagen, O Allah, erleichtere mir, helfe mir, dass ich dich erwähne, dass ich dir dankbar bin und dass ich für dich gute Werke tun kann. فقل اللهم يسرني أن أكون طالب علم. Deswegen sagt zu Allah, O Allah, erleichtere mir, dass ich ein Islamwissenschaftler werde. أن أكون داعي إلى الله. Und dass ich ein Prediger werde. وأن أكون حافظا لكتاب الله. Und dass ich jemand werde, der das dein Buch auswendig kann. وأن أختم القرآن 5 مرات في رمضان. Und O Allah, helfe mir, dass ich den Koran 5 Mal im Ramadan durchlese. وأن أعان على مساعدة المسلمين. Und O Allah, helfe mir, dass ich den anderen Muslimen helfe. وإلى غير ذلك من الأهداف. Das heißt, sollst du ständig für diese Ziele bei Allah Azza wa Jalla Hilfe verlangen. فإن الله قريب إذا دعوناه. Denn Allah ist uns sehr nah, wenn wir zu ihm rufen. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Wie der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagt. إذا رفع العبد يديه. Wenn ein Diener Allah seine Hände hochhebt. يعني يدعو. يعني er macht Bittrufe. قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه. So wird Allah Azza wa Jalla sagt er sich schämen, schämt sich diesen erhobenen Hände zu abzulehnen. وفي ختام رمضان. Und am Ende sage ich euch am Ramadan, am Ende. نشكر الله أن حقق لنا أهدافنا. So müssen wir Allah Azza wa Jalla sehr, sehr dankbar sein, dass wir diese Ziele, was wir am Anfang der Ramadan gesetzt haben, erreicht haben mit seiner Hilfe. وما ذلك على الله بعزيز. Und das alles ist für Allah Azza wa Jalla nicht schwer. أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم. Deshalb, liebe Brüder, ich bedanke mich herzlich bei euch, liebe Geschwister, dass ihr mit sehr viel großem Geduld mich zugehört habt. وجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا. Und möge Allah Azza wa Jalla das, was wir hier gesagt haben, am jüngsten Tag für uns machen und nicht gegen uns als Argument bringen. فمن أعظم النعم إدراك رمضان. Und das größte Gabe, was der Mensch von Allah Azza wa Jalla bekommen kann, einer der größten ist, dass man den Monat Ramadan erreicht. فكم أناس قد صاموا معنا رمضان الماضي؟ Im letzten Ramadan, wie viele Menschen haben mit uns gefastet? اخترمتهم المنايا ولم يدركوا رمضان هذا. Und sie sind dann, ihre Leben war kurz und sind gestorben und haben diesen Ramadan nicht erreicht. وما يدرينا؟ Und wer weiß? لعلنا لا ندرك رمضان. Werden wir auch nicht vielleicht von den Leuten gehören, die das Ramadan ankommen? أو ندرك رمضان هذه السنة؟ Oder wir werden diesem Jahr Ramadan erreichen. ولا ندركه في سنوات أخرى. Aber in den kommenden Jahren werden wir vielleicht das nicht erreichen. فنسأل الله عز وجل. So beten wir Allah عز وجل an. يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. Der uns ein langes Leben gibt und dabei unsere Leben in einem schönen Anbetung zu ihm wird. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Und wahrlich, ist dazu fähig und kann das durchführen lassen. فأسأل الله عز وجل. Und ich frage Allah عز وجل. أن يفتح على قلوبنا وقلوبك. Dass er unsere und eure Herzen aufmachen soll. وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. Und soll uns helfen, dass wir ihn erwähnen und ihm dankbar sind und schöne Werke richten. فالفضل والمنة لله عز وجل وحده. Deswegen wir danken uns bei Allah عز وجل und nur Allah عز وجل kann über uns etwas verlangen. والله لو الله ما اهتدينا. By Allah, wir werden niemals zum rechten Weg gekommen. وما تصدقنا وما صلينا. Wir hätten auch weder gebetet noch Almosen gegeben. فنسأل الله أن ينزل علينا وعليكم من رحماته. Deswegen mit seiner Barmherzigkeit haben wir das alles erreicht. وأن يسبغ علينا وعليكم من مغفرته ورضوانه. Deswegen
soll Allah Azza wa Jalla uns mit seiner Barmherzigkeit und Zufriedenheit umarmen. Und ich wünsche bei Allah Azza wa Jalla, möge er uns, wie er in diesem vorübergehenden Erde zusammengebracht hat, so soll er uns zum zweiten Mal bei sich in der ewigen Leben zusammenbringen. In der höchsten Stufe des Paradies. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال آمين. والأفعال آمين. لا يهدي لأحسنها إلا أنت آمين. واصرف اللهم عنا سيئها آمين. لا يصرف عنا سيئها إلا أنت آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا في حسن خلق آمين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين ولا آمين. تجعلنا معسرين ولا منفرين آمين. اللهم اجعلنا كالأرض الذلول آمين. يطأها الكبير والصغير آمين. وكالسحاب آمين. تصل القريب والبعيد آمين. وكالمطر آمين. يسقي من يحب ومن لا يحب آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم بلغنا رمضان آمين. واجعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا آمين. فيغفر له ما تقدم من ذنبه آمين. اللهم وأعده علينا أعواما عديدة آمين. وأزمنة مديدة آمين. وأنت راض عنا آمين. وقد أعنتنا يا ربنا على عبادتك آمين. وشكرك وحسن عبادتك آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.